Willkommen zu Super Mario Kart. Im letzten Part haben wir noch nicht gespielt. In diesem Part werden wir das Let's Play starten. Und zwar haben wir hier in diesem Mario Kart nur zur Auswahl 50 und 100 CC am Anfang. Man kann sich die zusätzlichen Klassen freischalten, aber anfangs hatten nur diese zwei. Deswegen müssen wir leider schweren Herz mit 100 anfangen, können nicht mit der 150er Klasse starten. Aber nichtsdestotrotz können wir durchaus hier auch punkten. Gut, welchen Charakter wählen wir hier? Es gibt mehrere natürlich. Wir haben Gewichtsklassen oder Speedklassen, wie auch immer, die hier einen sehr großen Effekt auf die Geschwindigkeit, natürlich auf die Zeiten dann im Endeffekt haben werden. So, wir haben die leichte Gewichtsklasse mit Toad und Koopa. Ich glaube, dann kommt Peach, Yoshi mit Mario und Luigi und am schnellsten, am schwersten sind Bowser und Donkey Kong. So, ich fange mit meinem Lieblingscharakter damals an. Ich habe immer Koopa gewählt. Special Cup können wir erst freischalten und wir starten standardgemäß mit dem Mushroom Cup. Tja, was kommt noch hinzu? Wir haben mit Koopa eine super Beschleunigung, mit Bowser zum Beispiel hat man eine geringe Beschleunigung. So, ich muss jetzt hier irgendwie reinfinden. Irgendwie wird der Superstart schon gegangen sein. Ich habe das dann doch schon ewig nicht mehr gespielt. Also, komm, lass mich hier mal durch. Ich will hier weg. Bei dem Rahmen hat man schon gut gesehen, dass man hier Münzen verliert. Ja, die sind alle geldgeil, wollen mir die Münzen abnehmen. Aber ich wirke mit zwei Münzen, mit zwei Bonusmünzen schon mal gut entgegen. So, wir bauen langsam Speed auf. Das merkt man, dass wir nicht nur schneller fahren, sondern wir rutschen schon langsam in die Kurven. Oh, den Mario nicht erwischt, das ist sehr gut. Die Peach haben wir leider nicht weg. Oh, ein Pilz. Den behalte ich mir auf. Den kann ich gut für die nächste Runde gebrauchen. Übrigens, hier gibt es nicht drei Runden, sondern fünf Runden zu fahren. Also, Blue Shell gibt es auch nicht. Also wären wir zwar gut schon mal dabei gewesen. Oh, der hält ja gar nicht lang, der Pilz. Also wir wären schon mal gut dabei gewesen mit dem Pilz. Aber Blue Shell brauchen wir keine Dodge, nur wir sind schon mal gut Erster. So, nochmal Münzen. Richtig geldgeil dieser Koopa hier. Wir haben jetzt schon 22 am Start. Und es ist die letzte Runde. Final Lap. Den ersten werden wir schon fast überrunden in Donkey Kong. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Oh, der Toad ist ja letzter. Den habe ich gar nicht gesehen. Auf meiner Rechnung habe ich den nicht gehabt. Oh, er checkt mich noch weg. Der hätte mir fast vielleicht noch den ersten Platz hier zunichte gemacht. Toadie, aufpassen. Und nochmal checkt er mich hier einfach weg. Überholt mich wieder. Aber egal. Wir sind Erster geworden. Die Rundenzeiten. Wir haben eine 19er Zeit am Anfang. Aber ich brauche ein bisschen wieder, um mich einzufahren. Ich wollte es unbedingt gleich in 150er Mode starten. Mit Blind-Erfahrungen, mehr oder weniger. Naja, Blind ist es ja nicht. Ich habe es als Kind immer gespielt, habe es zwischendurch immer wieder gespielt, weil es einfach so geil ist. Es ist relativ schwierig und mir kommt vor, es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. So, dann schauen. Ah, anscheinend noch früher noch für den Superstart. Das werde ich schon rausfinden, ansonsten nachschauen. Aber ich will es selber rausfinden. Selber nochmal irgendwie abtasten. So. Springen kann man natürlich auch, da kann man sich so in die Kurve legen. Das ist relativ wichtig, warte mal. Ah, okay, ich muss die andere Taste nehmen, weil mit dieser schalte ich immer den Rückspiegel ein. Okay, dann leg mal hier los. Oh, der Luigi mit dem Stern hinten. Hier ist es noch anders mit den Items. Die Gegner haben hier nämlich, wow, schalte immer den Rückspiegel ein. Ah, die Taste nehmen. Die Gegner haben immer mehr oder weniger Spezial. Oh, wir haben den Luigi ausgeschaltet und selber komme ich schon gar nicht mehr zurecht. Mann, oh Mann, Yoshi kann Ei legen zum Beispiel. Die haben alles so Spezialattacken quasi oder Spezial-Items. Der Luigi immer mit dem Stern dabei, der Yoshi mit dem Yoshi-Ei. Dann haben wir, oh verdammt, dann haben wir Peach mit dem kleinen Pilz. Der Toad auch mit dem Pilz, aber was auch immer. Ihr wisst es sonst selber noch. Ich werde mich mal jetzt mal beschränken. So, komm, geh mal weg, ich will was anderes erzählen. Ich muss mal ein bisschen Abstand gewinnen. Also man kann so in die Kurven reinspringen. Na toll, ich fahre hier was zusammen. Ah, der Luigi aber schnell weg hier. Oh, verdammt, ich habe verfehlt. Aber dafür den Pilz bekommen, das gefällt mir. Jetzt kann ich die Abkürzung hier noch zeigen. Hier durch! Leider hält der Pilz nicht lange. Oh, verdammt, aufpassen. Wir können natürlich vom Gas geben, um jetzt nicht wegzurutschen, damit wir langsam werden. Man sieht es jetzt hier. Hoppla, aber nicht zu langsam, mein lieber Freund. Jetzt rutschen wir zwar noch ein bisschen weg. Komm schon. Ah, das war knapp. Achso, jetzt ist die letzte Runde. Verdammt. Ah, jawohl, den Luigi erwischt. Eiskalt mit der Banane ausgeschaltet. Mann, oh Mann, Volltreffer. Nun,
Achtung, das Yoshi, nein, auch parieren, ein bisschen hier schlittern und schön ins Ziel hier sliden. Ah, ein bisschen zu wenig Geschwindigkeit, nochmal verloren, aber kein Problem. Koopa hier auf der 1, Yoshi auf der 2, Peach auf der 3, der Luigi nur auf der 4, der Mario getrost auf der 5, ja, getrost ist gut, wie er da reinschaut, Bowser auf der 6, der gemeinen 6. Und dann haben wir Donkey Kong Jr. auf der 7, Toad auf der 8. Die Punkteanzeige, oh, das ist einfach nur geil damals. Oh, die Erinnerungen. Und Yoshi, zieh auf die 2 vor. Im Gesamtranking. Gut, aber nun die Drittwelt. So, muss ich jetzt schon? Ah, ein bisschen zu früh. Und da drehen sich die Reifen durch. Eiskalt hat es mich erwischt. Auf den 8. gleich zurück. Und ich krieg nur Münzen. Ich glaube, damals war das gar nicht so mit den guten Items. Na super. Kann man drüber springen. Dann kann man hier... Nein! Noch ein Fragezeichen abstauben. Aber hier sollte man nicht runterspringen. Die Bounce Pads hier. Okay. So. Also, hier bekommt man, glaube ich, auf den letzten Plätzen noch nicht so gute Items. Mein Schaden besser, aber Blitz ist verdammt selten. Und was es dann noch so alles gibt. So, jetzt werde ich aber hier die Abkürzung versuchen zu verwenden. Oh, verdammt, ein bisschen zu früh gesprungen. Das kann man natürlich mit der Feder machen, aber auch mit dem Pilz, wenn man gut ist. Ich weiß gar nicht mehr, geht das bei 100 überhaupt? Auf jeden Fall muss man springen. So, und ich... Jawohl, jetzt kann ich mal die guten Items zeigen, den Stern. Aber ich glaube nicht, dass ein Blitz rausschauen wird. Oh, den Tod hat's erwischt mit der Banane. Donkey Kong Jr. mit der Spezialfähigkeit Bananen legen. Und jetzt müsste ich mal vordringen. Komm, nein! Fällt mir runter, der... Oh, der arme Koopa. Komm, gib Gas. Stetz den Stern ein. Ist schon Lap 4. Da musst du aber Gas geben. Den Donkey Kong Jr. ausgeschaltet. Ja gut, das hilft mir nichts. Verdammt. Was wird denn das für ein... ein blamierendes Rennen hier für Koopa. Naja. Eigentlich war das früher immer meine Hauswelt, wo ich dann immer Erster geworden bin. Aber diesmal schaut's schlecht aus. Mit einem schlechten Finish werden wir noch Achter. Ja, vielleicht hier die Abkürzung. Ja, das war nix. Mann, oh Mann. Ich schneide das raus. Nein, tut mir das nicht an. Aber ich darf es nochmal fahren, weil ich so schlecht war. Das ist mal ein guter Trost. Oh Mann, die erste Welt und schon versaut. Ein bisschen Geldgeil muss man sein. Den Tod lassen wir noch vor. Ja, alles kein Problem. Man hat hier, ich wollte das unbedingt deswegen zeigen, Ranked Out. Ab dem 5. Platz muss man die Strecke nochmal fahren. Man hat hier Retries, Continuous quasi. Dreimal davon versuchen, wenn man es 4-mal versaut, dann ist es absolut vorbei. Okay, so. Ja, das war der Superstart, aber leider voll in den Bowser reingeknallt. Also das hat mich zwar ein bisschen nach vorne gebracht, viel war es nicht, aber jetzt ziehen wir gleich mal legendär vor auf den 2. Platz. Und das Fragezeichen auch noch erwischt, eine grüne. Das ist mal perfekt gelaufen. Koopa übrigens, der mit der Fähigkeit mit dem grünen Panzer legen. Schießen kann in der Computerspiel nicht, aber legen. Ich habe ihn vorhin gerade gelegt und jetzt kann ich sogar noch die Abkürzung zeigen mit der Feder. Ich meine, besser geht's nicht. Und nein, die falsche Taste gedrückt. Aber dann kann ich die Feder noch aufbehalten. Ich habe Hüpfen gespritzt anstatt Item einsetzen. Kann passieren. Ich habe das Spiel einfach... Und hier ist sie gelegen, unsere Grüne. Ich habe das Spiel einfach zu lange nicht mehr gespielt. Ich wollte es unbedingt mehr oder weniger blind machen, weil... Sonst wird man zu schnell zu gut und dann hat man nicht mehr so die Spannung drin. Also jetzt mit der Feder drüber, ein bisschen vom Gas geben vielleicht. Und jetzt sind wir schon mal sehr gut dabei. Nichts riskieren. Hier auf den dunklen Pads, wie man es gerade vorgesehen hat, da rutscht man so dahin. Also... Während wir hier normal rutschen und sehr hohes Handling haben. Ah, jetzt kann ich hier noch einen Panzer legen. Das müsste man erwischen, oder? Kann man hier, sieht man's, hat man's gut gesehen, die Staubwolke flitzt hier auf. Wo Banane kann man schmeißen, die geht aber extrem weit. Und deswegen ist sie gleich im Aus. So, ja, nicht reinfahren und den ersten Platz sichern. Der Rückspiegel ist automatisch eingeschaltet, wenn wer ein Item vorschießt, aber gut. Überlegen gewonnen vor dem Yoshi. Wow, diesmal ist es ja besser gelaufen. Gegangen. Und wieder mal auf Rang 1. Wow, ein One-Up haben wir bekommen. Also ein extra Retry, ein extra Continue. Falls wir zu schlecht spielen sollten. Oh ja. Wir führen an mit der Zielfahne. Yoshi auf der 2 hat den Luigi gut überholt. Was noch im Spiel auffällt, ich weiß gar nicht mehr, war das in Nachfolge Mario Kart auch so, dass... Die, die am Anfang bei der ersten Strecke vorne platziert sind, dass die automatisch stärker gewertet werden und stärker sind. Dadurch werden die immer Erster, Zweiter, Dritter, außer man schaltet sie aus. So. Aber
Der Luigi hat es nur kurz durchgehalten, weil der Yoshi dann im zweiten Rennen vor ihm platziert war und somit die Führung übernommen hat. Da ist dann automatisch der nächste Charakter am Zug und übernimmt quasi die Pole Position bei den Computern. Und der spielt dann am stärksten. In dem Fall der Yoshi, deswegen auch wieder an der 2. Mal schauen, kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Kann ich zurückschießen. Das ging dem Spiel noch gar nicht zurücklegen. Kann ich nur die grünen. Und der Yoshi schießt schon wieder mit seinen Eiern. Wir sind hier nicht auf Yoshi's New Island. Oh, das sind die Turbo Pads, genau. Wow, wieso bin ich auf einmal so schnell gefahren? Das hat irgendwie voll den Boost gegeben. Okay. Also in der 100er Klasse kann ich mich durchaus noch spielen. Ein bisschen einfahren, ein bisschen Warm-up. Das ist kein Problem. Kann ich vielleicht auch noch die vereinzelt die Sachen zeigen, die mir so am Herzen liegen. Ja. Hoch, Achtung, Achtung, aufpassen. Also gut, jetzt mal gib Gas. Bisschen zu schnell. Und dann die Kurve nicht weit genug außen angefahren. So. Es gibt ja immer gewisse... ja, ich habe den Yoshi erwischt. Gewisse Pfade, die die Computergegner fahren. Und wenn man die sich eingeprägt hat, dann ist das ein 100%iger Hit mit der Banane zum Beispiel. Nur keine Ahnung, wo die so fahren. Ich glaube, hier fahren sie eher in der Mitte. Schauen wir mal an. Vielleicht... Ja, wir haben den Luigi erwischt. Oh, ist das geil. Immer genau richtig, goldrichtig versenkt. Die Banane, die Schildkröte, den Panzer, was auch immer ich da hatte, außer eine rote. Rote ging daneben. Okay, relativ einfach im Moment noch auf 100. Natürlich in der letzten Runde. Die Musik wieder ein bisschen spannender und natürlich mache ich dann Fehler, damit es ein bisschen spannender wird, aber viel zu groß unser Vorsprung hier auf den Yoshi. Der hat hier keine Chance. Wenn man zu schnell fährt bei 150er Class, dann springt man über das zweite Bouncebett drüber, was ich mich erinnern kann, und fliegt genau in die Lava rein. Aber hier ist es echt noch überhaupt kein Problem, wie viele Fehler ich gemacht habe und die haben null Chance. Wer meint, der untere Screen ist ein Touchscreen? Nein, das hat es zu dieser Zeit noch gar nicht gegeben. Der Screen einfach gesplittet auf der unteren Hälfte die Karte, auf der oberen Hälfte die ganz normale Anzeige. Also man hat nicht einen zweiten Fernseher wegen Mario Kart kaufen müssen, damit da die Karte läuft und zu sehen ist. Nein, der Screen war damals noch gesplittet. So, Final hier. Ah, ein bisschen zu früh. Einmal habe ich es aber schon... erwischt? Okay, die kennen wir doch! Die kennen wir doch aus MK7. Der Remake der Strecke. Eigentlich genau gleich, nur ist die MK7-Variante ein bisschen größer, ein bisschen länger zu fahren. Und das ist auch ein bisschen anders, da war die Flugpassage drin. Oh ja, hier kommt man sich irgendwie vor, als ob man riesengroß wäre. So, aber schon langsam müsste ich mal auftrumpfen, dass ich die mal irgendwie abhänge. Vor allem jetzt wäre es eigentlich Zeit dazu. Vor allem hier auf der Straße kann man nicht gut die Sliding Skills hier ausnutzen. Ah, verdammt, da müsste ich genau zwischendurch fahren. Oder sonst außen rum. Oh, der Yoshi attackiert mich schon. Ein Fiesling. Ich bin wieder mal geldgeil. 2 Münzen brauche ich nicht. Okay, aber schon langsam müsste ich doch die Steuerung gewohnt werden. Also ein bisschen Kampflinie fahren. Und da dreht es mich voll aus. Na super. Habe ich ein bisschen verschätzt. Also gut, das wird schon mal nichts mehr. Gut, ein bisschen mehr von außen anfahren und dann müsste das eigentlich gut klappen. Hier, Kampflinie, der Luigi vorbeigezogen. Am Luigi vorbeigezogen. Ah, ein Pilz, den kann ich mal... Oh, den Luigi ist wieder erwischt. Den kann ich gut einsetzen. Hier die MK7-Abkürzung, die geht hier gar nicht. Aber jetzt kann ich hier mal, yeah, den Pilz einsetzen und den Supersprung hier wagen. Das ist nämlich ziemlich cool, das geht sonst nicht. Da braucht man einen Pilz dafür. Und wir bauen dadurch den Vorsprung auf den Yoshi schon mal gut aus. So, jetzt darf ich nichts mehr herschenken. Der Motor, man hört es, ist auch auf seiner maximalen Leistung. Die Kurve gut erwischt und jetzt vielleicht noch Kampflinie fahren. Nochmal voll reingeknallt, alles scheißegal. Wir sind Erste, wir haben es gepackt. Ah ja, der Yoshi... Auch wenn er hier lustig reinschaut, er hat Grund zum Trauen, ja. Es ist die 100er Klasse und wir müssen die leider Gottes durchziehen, gehört zum Let's Play auch dazu. Da wir das Spiel vorne starten müssen, aber so ein bisschen Warm-up tut vielleicht gar nicht so schlecht. Die 100er Klasse wird eher auf Unterhaltung aus, denn die 150er Klasse dann wohl doch eher auf Skill. Bis dahin werde ich mich schon ein bisschen eingefahren haben und ja, bleibt dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genießen wir die Siegerehrung. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.